Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch ein paar Besuche ausstatten in meinem Clan. Und zwar als allererstes gehen wir zum Vilone. Sein Dorf sieht sehr gut aus, ist gut geschützt. Das einzigste Fehler, was er hat, ist sein Rathaus. Sein Rathaus sollte er irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht genau wie, aber er sollte ihn mal besser schützen, weil wenn jemand das Rathaus angreift, wird er es sofort verlieren. Außer wenn ihr jetzt mal ein paar Trophäen wegmachen möchtet. Aber sonst, Kanone Level 7, Ressourcen, alle in der Mitte, gut geschützt. Bomben außenrum, Tellereisen, Armeelager auch, sehr schön. Sieht sehr schön aus eigentlich, ist auch gut geschützt, bloß sein Rathaus sollte er ein wenig in die Mitte oder besser schützen. Und ja, jetzt kommen wir zum zweiten. Zweite heißt Money. Ja. Suchen. So. Gut geschützt, Rathaus und Clanburg sind gut geschützt. Und auch die Bauhütten außenrum hingestellt, damit es den Gegner schwerer ist. Eigentlich ist hier alles gut geschützt, alles sehr, sehr schön. Rathaus auf Level 6. Da sollte mal seine Magiertürme und Kanonen, Minenwerfer mal besser upgraden. Seine Mauer gut gebaut. Goldlager gut gesichert. Elixierlager auch. Bloß das einzige Problem ist die Kanonen. Und die ganzen Abwehrmaterialien, zum Beispiel jetzt Minenwerfer, Luftabwehr und so weiter und so fort. Sollte er mal besser upgraden. Ja, jetzt kommen wir zum dritten. Der dritte heißt Yahtzee. Yahtzee. So. Clanburg. Wo ist sie? Da. Gut geschützt. Minenwerfer. Hohes Level. Ist auch gut. Rathaus und Goldlager und Elixierlager. Auch gut geschützt. Kanonen. Sehr gut abgegradet. Magierturm. Naja, sollte sie besser upgraden. Ja, hier ist eigentlich auch gar kein großes Problem. Ja, eigentlich sieht alles gut aus. Gut geschützt, Johnsy. Jetzt kommen wir zum vierten. Der vierte heißt Nomad. Der zweitstärkste aus unserem Clan. Ja, da sehen wir schon das gleiche Problem wie bei Evilone. Rathaus besser schützen. Also irgendwo in die Mitte stellen. Gut, Kanonen abgegradet und so weiter. Der Rest ist eigentlich sehr gut geschützt. Sogar die Ressourcen, auch gut. Dunkles Elixier ist auch sehr gut geschützt. Nomad, du solltest mal besser deinen Barbarenkönig upgraden. Aber sonst sieht eigentlich alles sehr gut aus. Kann ich leider nichts viel sagen.
Die Magiertürme sind auch gut geschützt und sind auch ein hohes Level. Die Mauern Level 6 und Level 7. Ja. Und zum allerletzten, der heißt Kila. Das ist unser allerstärkste aus dem Clan. Und mal gucken, wie es bei denen aussieht. Oh, da wurde angegriffen. Aber ich kann schon mal was sagen, und zwar Clanburg soll er besser schützen. Labor, Zauberspruchfabrik, ja, ist eigentlich gut geschützt. Das gleiche Problem, Barbarenkönig muss er upgraden. Mal die Sachen näher zusammenstellen, wäre auch eine gute Methode. Goldlager und Elixiersammler, gut geschützt. Bogen ist auch eigentlich gut dort gebaut. Magiertürme solltest du mal besser, ein bisschen besser upgraden. Sonst eigentlich sehr gut. Problem war es nur, dass du attackiert wurde schon. Nicht angekommen bist. Aber ja. Wenn ihr in meinen Clan reinkommen wollt, dann sage ich euch jetzt, wie mein Clan heißt. Aber mein Clan heißt Erwin. Ich kann euch das ganz gut zeigen. Gleich das allererste Erwin. Und dann, wenn ihr nicht wisst, wie ich heiße, hier bin ich. Ich heiße David. Ja, ihr braucht 100 Trophäen, um reinzukommen. Und ja, wir werden uns freuen, wenn jemand zu uns kommt. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lässt und liken nicht vergessen, wenn es euch, also wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch, wenn es nicht, dann Daumen runter. Ich werde mich über einen Kommentar freuen und ciao, bis zum nächsten Mal.